würde das dunkelrote Etui-Kleid anziehen, das du mir gekauft hast. Einfach so zwischendurch, weil du es gesehen hast und dir dachtest, dass es mir gut stehen würde. Einfach so. Und darüber die graue Strickjacke. Und dann? Was würde ich Tee machen? Bier? Nein. Weißwein und Pasta. Hallo, komm doch rein. Danke, dass du gekommen bist. Das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Und bei Herz siehst du auf, suchst meinen Blick, aber du sagst nichts. Du blickst mich nur an und da ist etwas in deinen Augen. Magst du bitte die Schuhe ausziehen? Und du stehst da auf bunten Socken, bunte Happy Socks. Und ich weiß, du musterst mich von hinten, wie ich zur Anrichte gehe, dass du auf meine Waden siehst in den dunkelblauen 40er Nylons, weiter hoch zu meinem Rücken der goldene Reißverschluss, wie er sich an meiner Wirbelsäule entlang windet. Ein Zug und das Kleid würde seinen Sinn aufgeben und zu Boden fallen. Ich weiß, dass du dran denkst. Ich sehe es in deinem Gesicht. Auf die alte Zeit. Du zögerst, wirst unsicher. Ich hab dich vermisst. Sagst du. Und ich hab dich auch vermisst. Jeden Tag, jede Nacht. Du trägst deinen Ehering nicht mehr. Ich liebe dich. Das sagst du. Und du siehst mich an, dieser Blick. Du jederzeit bereit, dich vorzubeugen, um den Kuss zu empfangen, der alles gut macht, der alles besiegelt. Wunderbar. Darauf hat doch jede Frau gewartet und diese ganz besonders, weil die hat ja sonst nichts. Und ich schmeiße dir mein Glas um die Ohren oder eine Vase nach dir oder ich schmeiße dich einfach raus und du gehst ohne Schuhe. Und ich werfe sie dir hinterher auf die Straße, mitten in eine fette Pfütze. Und du stehst auf der Straße, weinend, in deinen Happy Socks, im Dreck. Guten Abend. Guten Abend. Es ist gesetzt. Diese Vergewaltigung ist geschehen. Es ist gesagt. Diese Vergewaltigung war alles, was nach deutschem Recht eine Vergewaltigung definiert. Paragraph 177. Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt, der Täter ausnutzt, dass die Person aufgrund ihres körperlichen oder psychischen Zustands in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist. Der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel droht. Der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt, die dieses besonders erniedrigen. Insbesondere, wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind. Was machst du? Was? Dich küssen. Ich hab das nicht so. Ich meinte Partner zu Partner als Firmenpartner, das... Wir morgen so tun, als wäre das alles nicht gewesen. Als wäre das alles nur ein Traum gewesen. Ein verdammt guter Traum. Jetzt im Ernst? Verdammt, ich hab 20 Tequila-Intus oder so und du stehst hier und ziehst dir deine Bluse aus. Weil du dein Hemd, weil ich hab dir Wein drüber gekippt. Du bist so wunderschön. Was? Ich meine, wenn du dich sehen könntest. Kannst du vielleicht loslassen, deine Hand, mein Arm und es passiert fett! Ah!
Das reicht nicht. Das ist zu wenig, das sagt gar nichts aus. Das ist vielleicht sexuelle Belästigung, das ist aber keine Vergewaltigung, ich weiß. Ja, wir müssen die Penetration sehen. Oder zumindest einen Beweis dieser. Blaue Flecke? Verletzungen an der Scheideninnenwand. Oder am Gebärmuttermund. Oder im After. Je nachdem. Am besten wäre Sperma. Sie spürt, wie sich der Bodenbelag der Dachterrasse gegen ihre Schlüsselbeinknochen drückt. Wie die kleinen Steinchen im Beton gegen ihre Wange pressen. Sie merkt, wie ihre Hüftknochen gegen diese kleinen Steinchen scheuern, aber sie kann ihren Körper nicht aus dieser Umarmung zerren? Wie kann das sein? Wie kann das Gewicht eines Mannes das gesamte Sein einer Frau so aushebeln? Rein physikalisch, denkt sie. Und warum schreit sie nicht? Weil er gesagt hat, schrei nicht. Wie kann das Gewicht eines Wortes das gesamte Wollen einer Frau so aushebeln? Rein psychisch. Sie hat nicht mal bemerkt, wie er ihre Beine auseinandergeschoben hat. Er spuckt sich in die Hände. Als er in sie eindringt, zuckt sie zusammen. Er dringt ein in jede Zelle. Es geht schnell. Es tut nicht weh, rein physisch. Ich hab noch Kamillentee. Ich mag keinen Kaffee. Ich esse kein Brot. Zum Frühstück Haferbrei. Der Kühlschrank ist leer. Das Licht leuchtet matt. Fettige Birne. Fettige Glühbirne. Tür zu. Tür auf. An. Und aus. Die Heizung ist aus. Ich drehe am Thermostat. Nichts tut sich. Stelle ich mir halt vor, es ist Sommer. Hilft nicht. Ein Windchen pfeift durchs Fenster. Der Tee ist jetzt kalt. Die Wolldecke fusselt. Keine Anrufe in Abwesenheit. Die Banane ganz schwarz. Ich esse sie trotzdem. Bitter und süß. Matschig und klebrig. Keine verpasste Nachricht. Die Wärmflasche ist lauwarm. Die Uhr tickt nicht. Digitaler Stillstand, die Zeit will nicht vergehen. Die Kerze ist ausgebrannt. Das Foto sieht verpixelt aus. Die rote Gerbera kippt ab. Jetzt in diesem Moment. Ihr Kopf wird ihr zu schwer. Es macht kein Geräusch. Die Aperolflasche hat einen klebrig-orangenen Fleck auf den Wohnzimmertisch gemalt. Ich wische ihn nicht weg. Der Mülleimer aus der Küche stinkt bis hier. Ich klappe den Laptop auf und google mich selbst. Thank you.
Wissen Sie, wo ein Internetcafé ist? Hier der Zug auf dem Weg nach Britz. Ich schaff das nicht mehr. Ich schaff das nicht mehr bis nach Britz. In der U-Bahn da diese Frau. Die Frau ist eigentlich ganz nett gekleidet. Enge Jeans, Bluse, Strickjacke, Daunenjacke, Pumps. Aber ihre Füße. In den Pumps sind sie geschwollen. So sehr geschwollen, dass die Pumps dunkelblaue Striemen hinterlassen. Die Haare der Frau verfilzt, aber hochgesteckt. Neben ihr zwei Plastiktüten und sie trinkt Wasser aus einer Plastikflasche. Dann versucht sie zu schlafen. Die Füße tun ihr weh. Sie legt sie immer mal auf den Sitz neben sich, ist dann zu unruhig, nimmt sie wieder runter. Ich muss in ein Hotel. Schlafen. Einfach schlafen. Ich kann nicht mehr. Ich schaff das nicht mehr bis nach Britz. Sie überlegt der Frau zu sagen, dass dieser Zug ja nun so gar nicht nach Britz fährt, sondern auf dem Weg nach Spandau ist. Sagt aber nur, ich kenne mich hier nicht so aus. Was nicht stimmt. Sie kennt sich aus. Aber irgendwie fühlt es sich so an, als würde sie sich tatsächlich so gar nicht auskennen. Plötzlich. Sie sieht sich den Verlauf der Linie an. Stellt sich jede kommende U-Bahn-Station vor. Hat eine von ihnen ein Internetcafé in der Nähe? Ich habe ja das Geld für das Hotel. Ich will nur gucken in dem Café, ob ich ein billiges finde. So für 30 Euro. Da kann ich dann suchen und dann finde ich was. Sie schnüffelt. Unauffällig. Die Frau stinkt nicht. Nicht so herüber zumindest. Und ihre Fingernägel sind geschnitten, sogar gefeilt. Sie merkt, dass sie die Frau anstarrt. Die Lady stört's nicht, dass sie angestarrt wird. Es stört sie eher, wenn Leute verzweifelt versuchen, sie nicht anzusehen. Sie merkt auch, dass das Mädel da gegenüber auf ihre Füße starrt. Das stört die Lady nun aber schon. Das Mädel soll ihr gefälligst ins Gesicht schauen. Also sagt sie, wie alt bist du? 30. Das ist gelogen. Sie ist 35, aber der halbe Zug hört mittlerweile zu. Also. Das Mädel sieht nicht aus wie 30. Mit den Augenringen eher wie 35. Die Lady sagt, nein, höchstens 28. Danke. Ich habe gestern Nacht geschlafen. Da ist der Zug die ganze Nacht durchgefahren. Aber als ich um 5 Uhr die Augen aufgemacht habe, da habe ich so nackte, dreckige Füße gesehen von einem, der mir gegenüber saß. Ich guck hoch. Und er fasst sich in die Hose. Und ich frage den, packst du dir jetzt an den Schwanz? Und er sagt, nein, daneben. Deswegen kann ich nicht schlafen. Ich habe Angst, dass sowas wieder passiert. Man ist hier nicht sicher. Die Frau sagt Schwanz und sie merkt, wie ihr das Blut in die Wangen schießt und sie rot wird. Die Geschichte war borderline, denkt sie, und bestimmt erfunden. Die Frau, die lügt bestimmt. Vielleicht merkt sie es nicht einmal. Vielleicht hat sich diese Verdrehtheit ganz langsam in ihr Leben geschlichen. Tag für Tag ein bisschen mehr. Erst eine Traurigkeit, dann eine Idee, dann eine Angst. Und alles, was der Frau blieb, waren ihre Geschichten. In ihr selbst zuckt jetzt etwas, zieht am Herzen. Ich bin so müde. Ich muss einfach schlafen. Ich brauche ein Hotel. Ich habe keine Wohnung mehr. Und deswegen muss ich in ein Internetcafé. Die Lady merkt, dass das Mädel ihr zuhört. So richtig zuhört. Sie denkt nicht daran, dass sie auf dem Handy nachschauen könnte, ein Hotel suchen. Das Handy ist wie in einer anderen Welt. Diese Welt hier ist plötzlich so echt.
Ich erreiche meinen Sohn nicht. Ich habe meine Tochter nach seiner Nummer gefragt. Ich versuche ihn seit Monaten anzurufen, aber er meldet sich nicht. Die Lady weint jetzt. Die Frau weint jetzt. Und sie würde am liebsten mitheulen. Den Sohn gibt's doch gar nicht. Die Tochter gibt's doch gar nicht. Die Frau will weinen und weint. Und sie sagt, das ist ja fürchterlich. Und die Lady schaut dramatisch auf und sagt, ach, Putzi. Niemand hat sie je Putzi genannt. Etwas hat sich verkehrt. Der Blick der Frau hängt an ihr fest. Die nächste ist meine Station. Ich glaube, da ist bestimmt ein Internetcafé an der Ecke oder ein Hotel. Wir steigen dort zusammen aus und suchen was. Sagt sie. Sie meint das ernst. Putzi, ich kann nicht raus. Ich brauche die Wärme. Sagt die Lady. Sie steht auf, denn dies ist ihre Station. Okay. Die Lady steht auch auf. Sie spürt den Schmerz in ihren dick geschwollenen, rot-orangenen, blau gestriemten Füßen nicht mehr. Sie geht auf das Mädel zu. Sie streckt die Arme aus und umarmt das Mädel. Sie umarmt die Frau mit den verfilzten Haaren. Und die Lady küsst das Mädel auf die Wange. Einmal, zweimal. Fünf dicke Schmatzer. Die Wange ist ganz nass. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Putzi. Die Frau meint nicht sie. Die Frau meint ihren Sohn, meint ihre Tochter, meint ihre Geschichten, meint alles, was war, alles, was verloren ist. In diesem kurzen Moment hat die Lady alles wieder. Alles, was verloren ist. Sie wird umarmt. Sie weiß, jemand hält sie. Und dann ist der Moment vorbei. Das Piepen, die Türen schließen, der Zug rauscht ab. Und weg ist sie, die U-Bahn. Die Lady macht die Augen zu und legt sich auf ihre Plastiktüten. So war ich auch mal, denkt sie. Das Mädel da eben, das war einmal ich. Die Lady legt die Füße hoch. Jetzt kann sie schlafen. Denn die Zukunft, die ist ihr unausweichlich. Ich wäre so gern mal wieder ganz. Nicht nur meine Augen und mein Mund. Ich wäre so gern mal wieder still. Im Garten sitzen, ein Blatt anstarren. Der Schattenwurf darauf, während die Sonne still und doch unendlich schnell untergeht. 100 verschiedene Farben. Ich wäre so gern mal wieder Teil dieser Welt, die begreifbar ist, bis in die Fingerspitzen. Wieder jedes Haar an meinem Körper, jedes Muttermal auf meiner Wange, jeder Leberfleck auf meiner Stirn, jeder Gedanke, der für sich ganz allein ohne Fremddenke wurde und für sich allein einfach ist. Ich wäre so gern mal wieder ich ohne all das dich. Deine Anwesenheit frisst mich. Du hast mich gefressen. Deine Worte haben mich zerschlagen. Ein Blick von dir und ich finde mich nicht mehr. Suche ein Licht zwischen all diesen blinkenden Lichtern und kreisenden Tafeln. Ich google jetzt dich. Ich finde dein lachendes Gesicht. Es lacht mich aus. Musik.
Wenn ich Vögel beobachte, dann ist das wie Schrumpfen. Ja, ich werde ganz leicht. Und ich passe überall rein. Heb mich doch mal hoch. Ja, heb mich mal hoch und setz mich auf deine Schulter. Dann kannst du mich überall mit hinnehmen. Und ich gehe nie wieder weg. Ich kann ja gar nicht so schnell laufen. Und wenn ich runterfall, dann hebst du mich einfach wieder hoch und schwupp bin ich wieder da. Und wenn du willst, dann kannst du mich abends auf deinen Nachttisch setzen und dann singe ich dir was vor. Ich singe, ja. Kommt ein Vogel. Ah, nee, das ist ein bisschen traurig. Aber, oh, ich singe. Schlaf, Kindchen, schlaf. Na, 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 schlaf, Kindchen, schlaf. Schlaf, Kindchen, schlaf. Da, 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 da. Schlaf, Kindchen, schlaf. Und dann kannst du in Ruhe schlafen. Weil ich passe auf dich auf. Ich passe immer auf dich auf. Ich gehe nie wieder weg. Ich bleib einfach hier. Nachts, da sitze ich auf deinem Kopfkissen und ich wache. Und tagsüber kannst du mich einfach in deine Jackentasche setzen. Ja, und keiner weiß, dass ich da bin, nur du weißt es. Und wenn einer was Blödes sagt, dann verfluche ich ihn. Dann verfluche ich ihn in meiner hohen Piepsi-Stimme, sodass er denkt, das will er gar nicht hören. So. Ja, also er hört es gar nicht, aber sein Hirn hört es trotzdem. Weil unterbewusst hören wir ganz viel, was wir bewusst verdrängen. Ja, unser Gehirn ist gut drin zu verdrängen. Und wenn jemand dich verletzt, dann krieche ich in seine Kaffeetasse, schwimme nackig eine Runde und pinkle hinein. Ja, mach ich für dich. Ja, und er schmeckt es gar nicht, weil es nur ganz wenig Urin ist, aber genug, um ihn krank zu machen. Und wenn du tanzen gehst, dann schaue ich dir zu. Und wenn du spazieren gehst, dann lausche ich mit auf das Knacken im Unterholz. Und wenn du Essen kochst, dann sitze ich bei dir in den Haaren und das duftet so fein, das Essen. Du schneidest mir ein pünktliches Stückchen ab. Ich bin ein Pünktchen. Erinnerst du dich an die Bücher, die Mama und ich dir damals vorgelesen haben? Pünkelchen und der Karfunkelstein. Das war dein Lieblings. Und ich bete für dich. Und ich verteidige dich. Und ich feiere dich. Und ich beschütze dich. Der Kerl glaubt, er kann dich fressen. Ich krieche ihm in sein Ohr, durch die Gehörgänge, zu seinem Hirn und ich fresse sein Gehirn. Und er wird es gar nicht merken, weil es nur ganz kleine Bisse sind. Aber der Tag wird kommen, da kann er plötzlich seinen Arm nicht mehr bewegen. Und dann den anderen Arm. Und dann die Beine. Alles wird ganz schwer. Und irgendwann wird er einfach aufhören zu atmen. Und alle werden sagen, da hat sich doch sein Gehirn zerfressen. So machen wir das.
Erst er, dann die Frau, dann die Kinder, dann die Kollegen, das ganze Büro, dann die scheiß Anwältin, dann die WG oben, dann der schlecht gelaunte Busfahrer, dann die ganze Welt. Und dann lösen wir dich auf. Und du kommst zu uns. Und Mama macht Kuchen. Und wir leben in Hülle und Fülle. Was hast du denn? Warum rennst du denn so langsam? Warum kannst du nicht mehr sprechen? Hey, was ist los, meine Kleine? Warum kannst du die Arme nicht mehr bewegen? Siehst du nichts mehr? Hey, sag doch was. 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 Hallo, sag was. Sag doch was. Sag was. Was? Sag doch was. Sag was. Sag was! Sag, bitte, sag doch ein, sag was! Sag was! Sag was! Ich würde das blutrote Etui-Kleid anziehen und darüber die schwarze Strickjacke. Und dann persisches Fingerfood, dazu Cremant. Setz dich doch. Ich bitte dich, die Schuhe auszuziehen. Ein Mann auf Socken ist gleich viel verlorener oder angekommener. Wir werden sehen. Ich hänge deinen Mantel auf einen Bügel. Ich hole schnell einen aus dem Schlafzimmer. Die Tür zum Schlafzimmer steht offen. Ich weiß, dass du hineinsiehst. Ich weiß, dass du gerne wüsstest, was sich dort im Dunkel verbirgt, was dort hockt, ob es auf dich wartet, sich die Wunden leckt, sich die Arme leckt, sich die Fingernägel wetzt und die Zähne feilt. Mache ich dich unsicher? Schau dich ruhig um. Die Bilder, ja, das bin ich als Baby. Mein Beileid, er war ein besonderer Mann, dein Vater. Wag es nicht, meinen Vater, und die Schlafzimmertür reißt es auf. Das hattest du nicht erwartet, dieses Wesen, dieses Etwas, das dir so ganz und gar nicht wohlgesonnen ist. Fletscht die Zähne mit blutunterlaufenden Augen, es trieft aus den Augenhöhlen das Herzblut. Dein Herzblut. Du stehst dir selbst gegenüber. Du blickst dich an. Du siehst dich. Und du musst dich übergeben. Stehst du schon eine Weile da? Ich glaube, ich habe schlecht getrunken. Nein, habe ich nicht. Ich habe kein Auge zugemacht. Willst du einen Kaffee? Ich will keinen Kaffee. Ich will hier weg. Aha. Nein, nicht so. Nicht von dir, den Mädchen. Ich ekel mich an. Was? Ich ekel mich vor mir selbst. Heiße Milch mit Honig, die beruhigt. Ich tue ein paar Lavendelblüten. Hör auf. Hör einfach auf. Und sieh mich an. Sieh mich an und sag, dass du dich ekelst. Dass du dich vor mir ekelst. Dass du mich hasst. Ich geh ins Bett. Nein, warte bitte. Was willst du denn von mir hören? Ich hab das nicht verdient, verstehst du, dass du hier stehst und dich kümmerst? Was? Soll ich denn machen? Abhauen! Mir eine runterhauen! Mich ignorieren! Was weiß ich? Die Anzeige, diese... Sache. Nicht Sache! Nenn es beim Namen. Ich leg mich wieder hin. Vergewaltigung! Sag es! Sag es! Ich hab eine Frau vergewaltigt. Im Suff. Ich hab mich auf sie gedrückt und in sie gezwängt. Hör auf! Nein! Sieh mich an, wie ich bin. Sieh das Monster, das ich bin. Ich bin müde. Du sollst mich hassen, wütend sein, um dich schlagen, mich mit Säure übergießen, mir die Eier abschneiden.
Ich habe die Patentante deiner Tochter vergewaltigt. Ja. Ich bin der letzte Dreck. Ich bin der letzte Dreck. Ich werde ausziehen. Du kannst das Haus haben und das Sorgerecht. Ihr habt was Besseres verdient. Du hast gesagt, dass sie sich vor dir ausgezogen hat. Hör auf damit! Du hast kein Recht, du hast keinen Grund, mich zu verteidigen. Du hast gesagt, dass du zu betrunken warst, um zu denken, dass du nicht mehr zurechnungsfähig warst. Wenn ich in den Spiegel sehe, dann sehe ich meine Augen. Wenn ich mich lang genug anstarre, dann sehe ich meine Augen. Aber so im Augenwinkel, der Typ, der da läuft, der sich im Schaufenster spiegelt, bin ich das? Bei seinem Anblick läuft es mir kalt den Rücken runter. Der Mann, der nachts hier am Fenster steht, der auf den See blickt, bis er ganz kalt wird, der kein Auge zumacht. Gruselt der dich? Er ekelt mich an! Der Mann, der morgens neben mir aufwacht? Der Mann, der seinen Töchtern bei den Hausaufgaben hilft? Der Mann, der sieht, wenn mir der Tag zu viel war und heimlich Sushi bestellt? Ekelt der dich an? Den Mann sehe ich nicht mehr. Aber ich, denn das ist mein Mann. Geh einfach, geh. Hau ab, ich kann das nicht. Es reicht, es ist genug. Schluss. Lass das. Nein, ich habe nichts anderes verdient. Aber wir nicht. Du wirst dich gefälligst zusammenreißen, das wirst du. Denn das bist du mir uns schuldig. Für all die Jahre, für all die Nächte, die du gearbeitet hast und ich hier mit dem Baby saß. Für all die scheiß Weihnachtsvorspielkonzerte, die du verpasst hast und all Essen, die kalt wurden. Für all die Urlaube, die ausgefallen sind und all die Jahre und Monate, die wir nur im Minus waren, weil unser Erspartes in die Firma ging und die nicht bankrott gehen durfte. Für all die Jahre, die wir gekämpft haben, damit es uns so gut geht, wie es uns heute geht. Du hast nicht das Recht, das alles wegzuwerfen. Das hab ich schon. Hör auf, dir Leid zu tun. Ich kann das nicht mehr hören. Ich will das nicht mehr hören. Ja, du hast all das hier in die Tonne gekloppt, im Suff, weil du dich nicht beherrschen konntest. Und wir haben ein Riesenglück, wenn die Anwälte deinen Hals aus der Schlinge ziehen können. Und vielleicht hast du nicht verdient, dass sie das machen. Vielleicht war es nur du schuld. Vielleicht gehören immer zwei zu sowas. Es ist mir egal. Ich weiß nur eins, was immer da auf dieser Firmenfeier passiert ist. Ich habe das nicht verdient. Meine Töchter haben das nicht verdient. Und du wirst dich jetzt zusammenreißen und das wieder gerade biegen. Ich werde dir dabei helfen. Mir ist egal, was du in dir siehst. Aber ich weiß, wer ich bin. Und ich lasse die Menschen, die ich liebe, nicht hängen. Weil das der Mensch ist, der ich bin und der Mensch, der ich sein will. Ich habe deine Freundin vergewaltigt. Ja. Ja. Und jetzt geh und frag dich, warum. Geh und schau in den Spiegel und finde den Mann, der du sein willst. Aber hör auf, dir Leid zu tun. Ich geh ins Bett. Hallo. Hallo, hi. Ich sitze hier schick im Büro. So von rechts guckend? Ja, so. Da sehe ich ein bisschen dünner aus. Das kommt wegen dem Jackett, das knöpft auf der einen Seite. Ja, ja. Nö. Ich arbeite hier schon seit 2 Jahren. Gleich nach dem Praktikum übernommen. Den Empfang mache ich, Empfänge organisiere ich, die Chefassistenz mache ich, also dem Chef assistiere ich, die Meetings mache ich, Mieten verrechne ich, so Sachen. Ja, aber nur ganz kurz, ich muss um 1 das Meeting vorbereiten und vorher noch den Fruchtkorb auffüllen. Ja, okay. Was für ein Fall. Und davon weiß ich nichts. Meinen Sie? Ach so, da war die Sache.
Ja, aber die arbeitet nicht mehr hier. Nö, wieso? Aus freien Stücken natürlich. Hier wird niemand gekündigt. Wir sind Freunde hier in der Firma. Alle, ja. Nein. Sie ist nicht wegen der Anzeige gegangen. Die kam ja erst danach, als sie schon weg war. Ach Gott, es ging alles ganz schnell. Ihr Vater ist gestorben, ganz plötzlich an Bauchspeicheldrüsenkrebs, glaube ich. Und ihr ging es super schlecht und sie ist nicht mehr zur Arbeit gekommen. Deswegen hat Marc dann ihre Stelle in dem Projekt neu besetzen müssen. Ich meine, das Projekt läuft ja weiter, Vater oder nicht, so ist das in der Branche. Das war kurz nach der Firmenfeier. Aber das hatte nichts mit der Sache auf der Feier zu tun. Marc war ja die Hände gebunden. Stadt ziehen und einen auf erfolgreich machen, schnell mal einen durchziehen und neben seinem Chef aufwachen, nur noch hippe Fables und Sushi bis zum Abwinken, die Öko-Lifestyle-Labels und Gin Tonic für 15 Euro trinken, wenn wir es nicht besser wüssten. Du kannst wohl nicht selber nachdenken. Wenn wir nicht so lachen müssten, würden wir noch nachschenken. In die große Stadt ziehen und einen auf erfolgreich machen. Schnell mal einen durchziehen und neben seinem Chef aufwachen. Danach dann laut MeToo schreien und einen hier auf Opfer machen. Hat die dich etwa auch angerufen wegen Kaffee trinken gehen und über alte Zeiten reden? Oh nein, du Arme. Denkt die, wir wissen nicht, was passiert ist? Ich meine, Annikas Tante weiß es doch von Johannas Mama, die weiß es von ihrem Onkel, dass sie mit ihrem Chef gevögelt hat. Das war auf der Firmenparty und sie war voll betrunken. Die steht schon seit der Uni auf ihren Chef. Die beiden sind ja auch schon ewig befreundet. Sie ist total in den verliebt. Hat wohl sogar was von Liebe gefaselt. Die hat sich da total in was verrannt. Die hat echt gedacht, er wäre auch in sie verliebt. Die ist ja auch mit seiner Frau befreundet. Sie ist sogar die Patentante seiner jüngsten Tochter. Die hat echt gedacht, dass er für sie seine Frau verlässt und seine Kinder? Die war gar nicht mit ihrem Chef im Bett. Denn der wird niemals auf so eine stehen. Sie hat's nur versucht. Aber da hat sie keine Chance, weil der Typ hat das nämlich nicht nötig. Sie hat sich an ihn geworfen und dann behauptet, er hätte ihr, was weiß ich, irgendwas mit Vergewaltigung. Auf jeden Fall hat sie wegen der ganzen Lügerei ihren Job verloren. Hast du gehört? Die haben sie im hohen Bogen rausgeworfen. Und einen auf erfolgreich machen, schnell mal einen durchziehen und neben seinem Chef aufwachen. Nur noch hippe Fables und Sushi bis zum Abwinken. Die Öko-Lifestyle-Labels und Gin Tonic für 15 Euro trinken. Wenn wir es nicht besser wüssten, du kannst wohl nicht selber nachdenken. Wenn wir nicht lachen müssten, würden wir noch nachschenken.
Sie haben den Strom abgestellt. Bist du jetzt sauer, hm? Habe ich dich jetzt enttäuscht, ja? Ach, du wunderst dich. Du fragst dich? Du bist nicht sauer, nur enttäuscht? You're welcome. Du hast es immer gewusst und genau so ist es gekommen. Deine Tochter ist genau die Versagerin, die sie immer werden sollte. Und all die Annika Busch und Johanna Hermanns und Britta Selters dieser Welt freuen sich einen Ast, dass sie recht hatten. Und wer hochklettert, der fällt tief. Das wussten wir schon immer. In die große Stadt ziehen und einen auf erfolgreich machen. Na und? Nein, ich lass das jetzt nicht! Was soll ich denn machen? Denkst du, ich gebe auf? Hm? So ist das aber nicht. Was ich hier tue, ist zu überleben. So sieht das manchmal aus. Ganz unauffällig, ganz leise, ganz grau, weil mehr nicht geht. Das Leben zieht an uns vorbei und du sitzt still. Auf das Leben habe ich keinen Einfluss an sich, das Große, nur auf meins und da ist gerade nicht viel. Da geht gerade nicht mehr. Ich gebe nicht auf. Ich gebe mal ab, weil mir alles zu viel ist. Was soll ich denn machen? Hau ab! Das kannst du doch am besten! Meinen Eltern und da. Wow! Live forever! Da lief das immer im Radio. Live! In Alinskas. Und dann war Bon Jovi zur gleichen Zeit auch da. Voll krass. Und dann ist mein Papa abends am Stadion vorbei, als gerade das Konzert aus war, weil wir hatten ja keine Karten, damit ich trotzdem dabei bin. Mein Papa! Ich vermisse meinen Papa. Ich vermisse meinen Papa voll. Immer. Habe ich das schon mal gesagt? Jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich aufstehe und wenn ich frühstück und wenn ich mir die Schuhe anziehe und immer. Immer und ich vermisse ihn so. Ist voll schwer. Ich dachte jetzt noch nicht. Ich dachte, dass ich mal, wenn ich mal Kinder hab, dass er dann der Opa, aber ich bin ja nicht mal verheiratet. Du bist verheiratet. Ja, super gemacht. Und Diana, die ist auch so lieb und nett. Und die Mädels, die sind so süß. Ja, klar, ich vergesse das immer. Ich denke immer, wir sind gleich alt, weil das fühlt sich so an, das fühlt sich so voll so an, als wären wir gleich. Gleich. Alt, gleich schlau, gleich lustig, das gleiche Denken, das gleiche Wollen, das gleiche Machend, das gleiche, alles. Du bist wie ich,
Wir zwei, wir beide, wir sind quasi eins. Wir sind ein Ding. Deswegen ist auch alles, was wir machen, so gut. Deswegen wird das auch alles. Und ich weiß, hey, mir geht's gerade nicht so gut. Und du fängst das voll auf. Und ich bin dir so dankbar. Ich bin dir so dankbar. Weil du bist einfach da. Du bist der Einzige, der so richtig für mich da ist. Nee, ist so. Ist so. Echt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Eine Welt ohne dich drin, das geht nicht. Das darf nicht sein, hörst du? Schwör. Schwör mir, dass das niemals sein wird. Wir zwei, wir beide, wir rocken das Ding! Millionen! Ja! Und dann sitzen wir auf unseren Dachterrassen und wir winken uns zu in unseren Penthäusern, oder? Wir ziehen in so eine Villa. Am See, du unten und ich oben, oder ihr unten und ich oben. Ist ja genug Platz für 10 Familien. Und vielleicht habe ich dann ja auch Familie, voll den süßen Typen und viele kleine Kinderchen. Aber ich will, dass du weißt, dass egal wie süß der Typ ist und wie toll, wir beide, das ist anders. Das ist besser. Das ist das Echte. Weil wir mehr sind als Haushalt und Kinder kriegen. Wir sind Träumen und Machen. Und Träumen und Machen ist das, was einen am Leben hält. Das Anti-Zombie-Mittel, das wahre Anti-Zombie-Mittel. Ich will nur tanzen. Ups. Sorry. Entschuldigung. Das gute Hemd. Ich hole ein Tuch. Ich wisch das weg. Oder? Hey. Okay. So geht auch. Du bist einfach so geil. Aber nee. Fair ist fair und Gleiches mit Gleichem. Dann zieh ich meine Bluse auch aus. Weil mitgehangen, mitgefangen, so ist das bei Partnern. Und das sind wir, VC und Zeug hin und her. Wir zwei. Du und ich, wir sind Partner. Wir. Okay. Hemd es aus. Gut. Gut so. Jetzt also ich. Du bist so schön. Ich weiß. Ich sollte das nicht sagen. Und morgen werde ich auch so tun, als hätte ich nichts gesagt, aber jetzt hier und da der Fernsehturm, das ist alles so, so perfekt. So richtig hier mit dir, da fühle ich mich so, so lebendig. So echt, so wie ich wirklich bin. Das ist nur mit dir so. Das wollte ich nur mal sagen. So rein platonisch, Freund zu Freund, Partner zu Partner. Was soll das? Was machst du?
Vielleicht schläft ein Teil von mir ja. Ja, so wird es sein. Ein Teil von mir schläft. Schläft sich um den Verstand, verschläft die Zeit und alle Termine. Der andere Teil tritt auf der Stelle, ohne Pause, bis die Fußsohlen bluten. Nein, nein, es soll ja wehtun, damit es im Ganzen nicht mehr so wehtut. Wenn die Füße schwillen, dann schweigt es das Herz. Deswegen gehen Menschen doch wandern, oder nicht? Sie gehen so lange, bis die Füße fast platzen. Und dann nehmen sie die U-Bahn. Was machst du hier? Hat Marc nichts gesagt? Nein. Er hat gesagt, er hätte dir einen Termin geschickt. Heute um 5. Ja, hat er. Dann ist ja gut. Das heißt, Marc kommt nicht selbst? Genau. Und weswegen bist du dann hier? Wegen der Papiere. Anna. Vor der Tür, vor allem Anna. Anna. Das ist Anna. Sei ruhig. Bitte? Was? Was? Und dann sagt sie es nochmal. Dann sagt sie es eben nochmal. Wegen der Papiere. Welche Papiere? Welche Papiere? Oh. Hat sie etwa damit nicht gerechnet? Hat sie etwa gedacht, dass man sich nicht rührt? Hat sie gedacht, man lässt alles mit sich machen? Hat sie gedacht, dass sie um sich schlagen kann und niemand zur Abwehr die Hand hebt? Hat Marc nichts gesagt. Jetzt mir denken sollen. Der hat den Kopf gerade woanders. Anna redet von Marc. Marc hat den Kopf woanders. Was um alles in der Welt? Was willst du hier? Sie sagt das gern nochmal. Vielleicht hält sie mal den Umschlag hoch, dass die Sache hier nicht noch Stunden dauert, bis Madame verstanden hat. Lächeln. Lächeln nicht vergessen. Die Papiere. Was für Papiere? Sei ruhig. Bitte? Bitte? Geht's noch? Was sind das für Papiere? Sekunde. Ich muss nur schnell ein Foto machen. Ein Foto machen? Wieso fotografiert sie dich? Ein Foto, wozu? Ja, von dir und dem Briefumschlag. Du Dummi. Ein Foto von mir und dem Umschlag? Als Beweis, oder was? Was sind das für Papiere? Was sind das für Papiere? Was ist in dem Umschlag? Verträge. Steht alles drin. Du kannst es mir aber doch auch einfach sagen, oder? Das Firmenkapital wird erhöht. Steht alles drin. Ich glaub's nicht. Gut, ich gehe dann mal wieder. Um wie viel? Um 1 Million. Ha, in your face, bitch. Hm? Um wie viel wird das Kapital erhöht? 1 Million. 1 Million? 1 Million? Er sagt, du kannst mitgehen oder dich auszahlen lassen. Ein Angebot liegt bei, kein schlechtes, wenn du mich fragst. 1 Million. 1 Million? Hat er den Arsch auf? Wie soll ich da mitgehen? Er sagt, du kannst mitgehen oder dich auszahlen lassen. Das liegt bei. Ups, das habe ich schon gesagt. Aber doppelt gemoppelt halt besser. Was bedeutet das? Marc schmeißt mich aus meiner Firma. Er schmeißt mich aus meiner Firma und kann nicht selber vorbeikommen und mir das sagen? Es tut mir leid. So ein feiger Wichser. Schickt sein Frauchen vor, weil er mir das nicht selbst ins Gesicht sagen kann? Das ist ein bisschen schwierig, oder? Solange du ihn wegen sexueller Übergriffe angezeigt hast. Vergewaltigung. Paragraph 177. Es tut mir wirklich... Moment. Warum eigentlich nicht? Bei allem, was die so von sich gibt, warum soll ich da noch einen auf nett und freundlich machen? Was? Das ist ein bisschen schwierig, oder? Solange du ihn wegen sexueller Übergriffe angezeigt hast. Jetzt ist es raus. Vergewaltigung. Soll ich die Anzeige zurücknehmen? Steht das auch da drin? Liegt das Non-Disclosure Agreement auch gleich bei? Du musst selbst wissen, was du machst. Anna ab. Adieu. Das war Anna. Die sieht ja ganz anders aus als auf dem Foto. Schöner. Halt die Klappe, Papa. Ich unterschreib das nicht. 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 Muss man wirklich gleich solche Geschosse auffahren? Wie viel hast du an dem Abend getrunken? Vielleicht zu viel? Ich unterschreib das nicht.
Es gehören immer zwei dazu. Ich unterschreibe das nicht. Er ist dein Freund und jetzt lässt du ihn so hängen? Ich unterschreibe das nicht. Ich unterschreibe das nicht. Ich unterschreibe. Willst du wirklich, dass er alles verliert, wofür er so hart gearbeitet hat? Alles, was ihm wichtig ist? Ich unterschreibe das nicht! Denk an seine Töchter. Denkst du gar nicht an seine Töchter? Ich unterschreibe das! Nur weil du nicht gekriegt hast, was du wolltest. Du hast die Kontrolle über alles, was jetzt kommt, wie das hier ausgeht. Das hier ist eine beachtliche Summe. Du hast hier wirklich die Chance auf einen Neustart. Willst du dir wirklich für den Rest deines Lebens in die Augen sehen und wissen, dass du alles, einfach alles, wofür du Jahre gearbeitet hast, weggeworfen hast? Du musst nicht allein sein. Alles kann wieder gut sein. Wenn du es nur willst. Du hast es in der Hand. Du allein. Wollen Sie denn, kleiner Mann? Ich bin gekommen, um meine Tochter zu rächen. Aha. Was habe ich denn mit Ihrer Tochter zu tun? Sie haben sie verletzt. Wie bitte das? Sie haben sie überwältigt. Sie sind gewaltsam in sie eingedrungen. Das sind aber sehr große Worte für solch einen kleinen Mann, dass Sie sich dabei nicht übernehmen. Sie wissen ganz genau, wovon ich spreche. Aber das ist ja eben die Sache mit der Sprache. Woher soll ich wissen, wovon Sie glauben zu sprechen? Verstehe ich nicht. Mann, auch der kleine Mann, sollte vorsichtig sein, was er sagt, denn reden kann er viel. Eine Behauptung ist keine Tatsache, eben wie ein Indiz kein Beweis ist und eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Sie verdrehen die Tatsachen? Welche Tatsachen denn? Hier gibt es keine Tatsachen. Oder sind Sie etwa nicht auf einer Schwalbe herübergeflogen gekommen? Aus Ihrem bürgerlichen Land. Okay, Sie haben also von mir gehört. Und selbstverständlich. Bei jeder Tochter verbirgt sich doch ein Vater. Wagen Sie es nicht, von meiner Tochter zu sprechen. Aber ich sprach ja nie von Ihrer Tochter. Ich möchte, dass Sie gerade stehen für das, was Sie ihr angetan haben. Mein lieber Herr Blümchen. Sie ist misshandelt worden. Sie haben sie misshandelt. Und dann haben Sie ihr alles genommen. Alles, 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 was ihr wichtig war. Ihre Arbeit. Ihre Firma. Und jetzt setzen Sie ihr zu, dass sie die Anzeige zurücknimmt? Wie können Sie so sein? Sie waren doch mal Ihr Freund. Mein lieber Herr Pünkelchen, jetzt piepsen Sie mal nicht so durcheinander. Sind das nicht ein bisschen große Worte für jemanden, der eigentlich gar nicht mehr hier ist? Für jemanden, der eigentlich gar nichts mehr zu sagen hat? Für jemanden, den ich mit dem linken Fuß zerquetschen könnte, ohne dass auch nur irgendjemand mich dafür schräg ansieht oder an meiner Integrität zweifelt. Ohne dass auch nur irgendjemand von der Idee abkommt, dass jegliches Fehlverhalten sowieso eher beim Sprecherin-Geschlecht zu finden ist. Und jetzt bitte! Sie sollten doch wenigstens eines gelernt haben. Menschen wie Sie können Leuten wie mir
Sie haben das Unternehmen zusammen mit ihm aufgebaut. Sie beide. Er ist CEO, sie Creative Director. Sie kennen sich seit der Uni. Sie kennen all seine Tricks, all seine Strategien. Sie wissen, wie er denkt, wie er taktiert. Und im Falle eines Führungswechsels, der von unserer Seite als Kapitalgeber dringend gewünscht wird, wären Ihre internen Kenntnisse von großem Vorteil. Ich will sagen, wir haben eine mehrheitliche Entscheidung getroffen und der Vorstand ist sich einig, die Leitung der Firma soll in Zukunft in den Händen einer Frau liegen. In Ihren Händen. Was sagen Sie? Ein Teil von mir sehnt sich schon im Sommer nach dem Winter. Dieser Weile, in der die Welt daliegt, etwas zu farblos. Gerade noch ausgeatmet hat und noch nicht so recht wieder auf etwas Neues warten muss. Diese Weile, in der sie ruht, sich Zeit lässt und schweigt. Stadt ziehen und einen auf erfolgreich machen, schnell mal einen durchziehen und neben seinem Chef aufwachen, nur noch hippe Fables und Sushi bis zum Abwinken, die Öko-Lifestyle-Labels und Gin Tonic für 15 Euro trinken, wenn wir es nicht besser wüssten. Du kannst wohl nicht selber nachdenken. Wenn wir nicht so lachen müssten, würden wir noch nachschenken. In die große Stadt ziehen und einen auf erfolgreich machen. Schnell mal einen durchziehen und neben seinem Chef aufwachen. Danach dann laut MeToo schreien und einen hier auf Opfer machen.